Hallo Leute! In diesem Video erzähle ich dir die Geschichte eines Mädchens, das von einem Jungen Sekundenkleber in die Haare geschmiert bekommt. Was dann passiert, hätte wohl niemand gedacht. Wenn du in Zukunft noch mehr spannende Videos sehen willst, abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Bist du bereit? Los geht's! Mobbing wird zu einem immer größeren Problem. In Schulen, auf der Arbeit und sogar im Internet. Für viele gehört Mobbing zum traurigen Alltag. So auch für die 15-jährige Hannah Coombs. Wie so viele andere gehörte Hannah zu den stummen Opfern, die ihren Mobbern nichts entgegenzusetzen haben. Doch nach diesem Vorfall änderte sich alles. Hannah stand mit Freunden auf dem Schulhof, als ein Junge sich von hinten anschlich und ihr Sekundenkleber über Haare und Kopfhaut verteilte. Für Hannah war es nicht das erste Mal, dass sie etwas derartiges widerfuhr, doch dieses Mal war es eindeutig das Schlimmste. Hannahs Kopfhaut fing sofort an zu brennen, es fühlte sich an, als ob ihr ganzer Kopf in Flammen stand. Sie lief direkt zur Schulkrankenschwester, doch die wusste nicht, was zu tun ist. Das Brennen wurde immer schlimmer, sodass Hannahs Vater gerufen wurde, welcher sie umgehend ins nächste Krankenhaus brachte. Dort stellte man fest, dass Hannah Verbrennungen ersten Grades hatte. Zudem sagte man ihr, dass der Sekundenkleber nicht entfernt werden könne und sie daher ihre Haare abrasieren müsste. Hannahs Vater schäumte vor Wut. Er wollte von der Schule wissen, was mit dem Jungen passieren würde. Doch anstatt für sein Verhalten und die schweren Verletzungen, welche er Hannah zugefügt hatte, zur Rechenschaft gezogen zu werden, wurde er nur vorübergehend von der Schule suspendiert. Hannahs Vater konnte es kaum glauben, dass der Junge so einfach davonkommen würde. Auch andere Eltern konnten das Verhalten der Schule nicht nachvollziehen. Für sie kam das Verhalten des Jungens einer Straftat gleich. Sie rieten Hannahs Vater, seine Tochter von der Schule zu nehmen, doch ihr Vater wollte davon nichts hören. Warum sollte seine Tochter noch mehr leiden und aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen werden, wenn es doch der Junge war, der an allem schuld war? Hannahs Mutter war ebenfalls fassungslos. Sie konnte einfach nicht glauben, was ihrer Tochter passiert war und wollte andere Eltern und Kinder darauf aufmerksam machen. Denn so etwas durfte nicht noch einmal passieren. Deswegen startete sie eine Facebook-Kampagne Justice for Hannah, auf Deutsch Gerechtigkeit für Hannah. Die Seite erhielt schnell Zulauf und Hannah war gerührt von all der Unterstützung, die sie bekam. Durch die Seite wurde auch eine Friseurin aus Hannahs Stadt auf sie aufmerksam und bot ihr an, ihre Haare nicht nur abzurasieren, sondern ihr einen coolen Haarschnitt zu verpassen. Für Hannah kam diese Hilfe wie gerufen. Ihre Haare waren für sie das Einzige gewesen, das sie an sich selbst schön fand. Ihre Haare einfach abrasieren zu müssen, glich für sie einem Albtraum. Doch dank der Friseurin war das nun kein Problem. Sie rasierte Hannahs Haare lediglich auf der betroffenen Seite ab und versuchte so viel wie möglich lang zu lassen. Mit ihrem neuen Sidecut und all der Unterstützung gewann Hannah neues Selbstvertrauen und entschloss sich, die Facebook-Seite, welche ihre Mutter gestartet hatte, weiter zu nutzen, um anderen Mut zu machen und ein Zeichen gegen Mobbing zu setzen. Statt einfach aufzugeben, hat sich Hannah entschieden zu kämpfen. Sie will auf Mobbing aufmerksam machen, damit anderen nicht das gleiche wie ihr widerfährt und Menschen nicht anfangen wegzuschauen, sondern die Probleme angehen. Wie sieht's bei dir aus? Kennst du jemand, der Opfer von Mobbing wurde? Wie ist deine Meinung dazu? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es mit deinen Freunden und wenn du in Zukunft noch mehr unterhaltsame Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video.